Herzlich willkommen zurück zu Rage 2. Ich habe eine Arche gerade entdeckt beim Rumfahren hier in der Gegend. Wir sind hier hinten. Haben wir eine Arche entdeckt. Ich war mal auf dem Weg hier hinten vorbei bei Wineland und zurück und dachte mir, hier musst du bestimmt noch mal was stecken. Hier unten waren wir noch nicht so oft. Und siehe da, wir haben eine Arche gefunden. Bin noch ein bisschen mit dem Panzer gerade unterwegs. Der ist ganz cool eigentlich. Bisschen langsam, bisschen schwerfällig, aber ist halt auch ein Panzer, ne? Schöne Energiewaffe. Nicht, dass ich gleich runterfalle. Nein. Und schon bin ich runtergefallen. Bitte treten Sie näher für den Sicherheitsscan. Mr. President, willkommen in der Arche 403A. Was gibt's denn hier Schönes? Sie haben die ID-Erweiterung Vortex installiert. Bei dieser handelt es sich um ein Kraftfeld, das Gegner anzieht, festsetzt und sie in die Luft heben kann. Oh, das klingt gut. Halte STRG gedrückt und drücke R, um ein Anti-Schwerkraft-Vortex zu erzeugen. Der Gegner ein Objekt in seiner Nähe fesselt. Das wollen wir mal ausprobieren. Nochmal. Ach so. Setzen Sie die Vortex-Erweiterung ein, um an den Zielort zu gelangen. Okay. Sie haben das Training zur Vortex-Erweiterung abgeschlossen. Ja, man kann ihn ja so nach größere Höhen, ne, mal eben überwinden. Das heißt, eine schöne Mischung aus Vortex und Slam. Kann man dann ordentlich Energie aufwenden. Sehr gut. Hier ist alles voll. Lauf, lauf, lauf die Treppen rauf. Habe ich schon wieder 7 Waffenkernmods. Der Scheiben ist immer blöd.
wohl soweit beide erwischt. Also. Quasias Lock. Rosenbergs Arbeit im Schwerkraft manipulierenden Nantriden-Stamm geht in die Phase, in der sich länger auf meine ständige Unterstützung angewiesen ist. Sie hat viel bessere, also sie hat viele Ressourcen zur Verfügung, sowie diesen eifrigen Assistenten. Wenn ihr Projekt Panzerhandschuh zum Laufen brechen, hätten wir einen wichtigen Vorteil. Ich bekomme in einer Woche wieder her, um Rosenbergs Fortschritt zu begutachten. Also, ein Panzerhandschuh hätte ich auch gern. Der ist irgendwo eingeschlagen. Overdrive war jetzt ein bisschen übertrieben einzusetzen hier, aber da ist er eingeschlagen. Nicht weit weg von mir. Okay. Ja, vielleicht auch ein bisschen. Da hinten. Gut. Wir haben wieder eine weitere Arche, eine Spezialfähigkeit mehr dazu bekommen. Ich würde sagen, wir fliegen mal eben. Das geht dann schneller hier rüber. Gucken uns mal den nicht entdeckten Ort an und nehmen auf jeden Fall nochmal auf den Weg den Doomsday Peak mit. Und wie gesagt, da fliegen wir schnell hin. Weil mit dem Panzer ist dann doch ein bisschen sperrig zu fahren, ja. Außerdem geht das schneller. Vielleicht sollte ich aber auch noch markieren, in welche Richtung wir wollen, um auch da anzukommen. Hilft manchmal ein bisschen. Da ist noch ein Fragezeichen gerade aufgeploppt, sehe ich. Hier war unsere erste Straßensperre, die wir beseitigt haben. Ah, hier oben ist das. Da bin ich noch nicht hin. Ja, danke. Oh Gott, was ist das denn hier alles? Alter, ist gut. Ich komme hier nicht so ganz raus. Ich fahre nur nach oben. So, jetzt aber. Klippenlauer. Das geht halt auch so. Hier ist wieder so ein Banditenunterschlupf. Da machen wir uns gleich rüber. Aber ich wollte ja noch gucken, ob es hier noch mehr gibt. Jo, hier ist eine Lagerkiste. Ort abgeschlossen. Dann mache ich mich mal rüber gleich zum Banditennest hier. Und überrasche die mal und sage Kuckuck. Noch wissen sie nicht, dass ich da bin. Okay. Jetzt wissen sie, dass ich da bin. Ich verarsche euch nicht, Leute. Ich will euch ja nur ausschalten. Er ist selber abgestürzt.
Verdammt. Da habe ich zu weit geworfen. Echt? Ich habe Platz gemacht. Im wahrsten Sinne des Wortes. Nee, ich bin kein Idiot. Ich komme zu euch hochgefahren. Wartet mal. Nehme ich aber einen Aufzug, ne? Okay, es ist nur Level 3, man merkt es natürlich, aber es sind schon viele Gegner. Muss ich ja mal dazu sagen. Hey, du machst uns keine Ahnung. Wo sind denn hier noch welche? Hm, über mir. Okay. Hallo? Oh, wir haben einen ganz dicken. Ich höre es blinken hier. Gibt's, ich höre es blinken vor allen Dingen. Gibt es irgendwo eine Archetruhe? Gibt es 8 Lagerkisten. Und 2 Archetruhen. Ich komme mal wieder runter. Ein paar Gegner gibt es ja noch. Ein paar ist gut. Unter mir anscheinend, ne?
komme ich doch mal runter hier. Nee, das ist noch nicht alles. Ich komme zu euch jetzt. Da bin ich, ja. Hier ist Feltrit drunter, deswegen. Okay, hier ist der reguläre Eingang. So, mal gucken. Irgendwie haben wir immer noch nicht alles mitgenommen hier, weil irgendwie sind die noch aktiv, weil es so ein riesen Gebäudestrang ist. Da oben waren wir schon, ne? Ja. Obwohl, hier ist noch einer, auf jeden Fall noch einer. Hier geht's noch runter. Gucken wir hier unten mal lang. Hier oben waren wir schon. Dann gehen wir hier unten mal lang. Aber hier waren wir eigentlich auch schon, ne? Und hier geht's abwärts. Hier sind noch welche. Zwei, die habe ich. Hier war die eine Archetruhe noch. Mindestens ein Gegner läuft da noch herum. Hab ich ja gar nicht gesehen vorhin. So, wo ist denn hier der letzte Gegner zum Teufel? Hier sind noch zwei Lagerkisten. Jetzt muss ich noch die letzten Gegner hier finden. Das Ding zu befreien vollständig. Wo ist denn hier jetzt noch einer? Über mir kann es ja nicht sein, ne? Die Richtung 40 Meter. Jetzt 37. Hä? Wo zum Teufel? Da unten, euer Ernst. Der ist so von oben runtergefallen und ist nicht gestorben. Alles klar. So, haben wir den Ort hier komplett abgeschlossen. Feierabend.
Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir wieder was ausräuchern, in die Taschen stecken oder was auch immer, wie wir so vorhaben. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zur nächsten Folge. Ciao.